habe Samstag, circa es ist 15, 20 Minuten nach 8 Uhr. So, das ist richtig, was ihr seht jetzt. Ich bin bei dem See, kleinen See, irgendwo nicht weit von Autobahn 57. Also auf der linken Seite. Es ist nicht viel sehen, also auf der linken Seite ist die Autobahn. Ja, hier eine kleine See, irgendwo bei Ort Camp Lindfort. Und jetzt ich bin auf der Wiese. Eine gute Frage, was macht jetzt ich auf der Wiese, ne? Tja. Also hier, ich warte von gestern Abend auf den Autokran. Denn heute sollte kommen, mich und ein paar andere LKWs abzuladen. Ein schöner Berg. Ja, heute Wetter ist, ja, zum Glück keine regnet. Es ist kalt, wirklich kalt und windlich. Und ja, gut. Und weitergehen. Ich habe eine Teile von Kran für Baustelle, für Windturm, Wind, irgendwie das heißt. Wir stehen hier. Also ein Stück von Windturm. Es ist noch Kopf nicht fertig und mein Windturm ist der zweite, bisschen weit. Ja, jetzt ist ein bisschen besser. Also die zweite Windturm, die ein bisschen weiter wo steht, das ist für mich. Also dahin ich muss fahren. Also jetzt ich langsam gehe zu meinem LKW, zum Auto, weil es wirklich kalt. Ich frage meine Kollegen, was heute los ist, ob überhaupt kommt jemand zu mir zum Abladen. So, ich habe jetzt Automotor angeschaltet, das einfach ein bisschen die Batterie voll machen. Ein paar Gurten ausgezogen, also ich habe auf dem Platz ein bisschen weniger zum Arbeit. So, meine schöne Ladung. Eine große Wiese, dahin viele, viele Heu, wie das heißt. Und ein bisschen Busch. Meine Liebe, ich fahre irgendwo anderes Windturm, nicht hier, wo hat vorher ich habe gesagt. Und das, was hat mir Kollegen gesagt, irgendwo ist großer Berg, auf dem Berg ganz hoch. Also ich schaue, wie das wirklich sieht an. Ja, und gestern Abend, ich habe hier gefahren, war so dunkel und nass und matsch und so. Und zum Glück, ich hatte gesehen Licht von diesem LKW von meinen Kollegen, darum ich hatte ein Wissen, wo sollte ich fahren. Aber schön war nicht einfach, weil einfach die Fernlicht, wo ich habe in meinem LKW, das wirklich reicht mir nicht gestern Abend. Ich brauche noch mehr Licht von oben, vom Dach. Aber leider, ich habe keine. Und das, was ich habe, das muss mir immer reichen sein. Auch hier ein zweiter kleiner See. Mit Enten und Gänsen. Gänsen. We'll be right back.
die toren, dat is niet voor mij. We varen irgendwo anders. Maar ik laat me einfach überraschen. Przyjechałam tutaj na ten pole wiatrakowe i stałam sobie na łące przy jeziorze niedaleko autostrady A57 w miejscowości, znaczy koło miejscowości Camp Lindford. Zdążyłam sobie jeszcze wcześniej tam parę pasów ściągnąć, żeby już na miejscu mieć mniej tam do zabawy, do zwijania. Trochę jest zimno wiecznie dzisiaj, ale całe szczęście, bo przynajmniej wczoraj cały dzień padało w ogóle, także te pasy nie zdążyły mi nawet przesnąć. Także w nocy też trochę padało, bo słyszałam, no ale nad ranem jakoś tak się uspokoiło. Także ten wiatr spowodował to, że chociaż te pasy mi przeszły przez to, że już trochę inaczej. No i ale resztę pasów, co mam pozwijane, pochowane w tym. No niestety są mokre, nie wiem, może do poniedziałku jakoś przesną. A poza tym dzisiaj co jest? Dzisiaj jest sobota. Muszę tutaj wyrobić. Tu nie trzyma to. Za ciężki ten telefon chyba jest. I tak. Tam wcześniej były dwa wiatraki bez głów. Myślałam, że tutaj będziemy coś tutaj się rozładowywać. Tutaj miał przyjechać autokran, ale niestety zmiana decyzji. Jedziemy gdzieś gdzie indziej. Na inne pole wiatrakowe. I z tego co koledzy mi powiedzieli, niestety gdzieś tam pod górę ma być podjazd. Dosyć ostry, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ich weiß, wo ist denn meine Autokran? Ganz gerade nach vor.
auf den Berg. Ich hab geschafft. I tak oto w ten sposób dojechałam na górkę. Sehr schön. Widzicie? Haben Sie ja? Ale? So oder wie? Ja, okay. Kurde. Thank you.
zo, zo.